Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Genau so heißt er. Ich möchte heute in diesem Video mit euch reden. Es gibt ein paar Neuigkeiten, die ich euch mitteilen möchte. Die ein oder andere betrifft auch diesen Kanal, also einfach mal ein Infovideo an euch, meine liebe Community. Des Weiteren möchte ich auch heute und hier und jetzt den Gewinner der SJCAM Actionkamera bekannt geben. Ich bin gerade meine Sachen am Packen, also mein Gepäck, denn ich habe einen wichtigen, aber auch sehr interessanten Auftrag erhalten. Es ist ein Drohnenjob, ist ein geheimer Auftrag. Ich werde gleich versuchen, so weit wie möglich darüber zu berichten, zu erzählen, denn das wird auch ein wenig diesen Kanal für die nächsten 1 bis 2 Wochen jedoch nur betreffen. Ich habe hier schon meine Drohne vorbereitet, werde meine alte Mavic 1 Pro dafür benutzen, denn das Ding wird im Dauereinsatz geflogen. Jetzt kommt erstmal das Intro, ich baue meine Cam auf ein festes Stativ und dann erzähle ich euch alles weitere. Okay, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Draußen ist es mega ungemütlich, es regnet, es graut, total ekelhaft einfach. Aber das ist nicht Thema des Videos. Seht dieses Video einfach mal so als kleines News-Video zu meinem Kanal oder meiner Person an. Ich denke mal, das kann auch ganz interessant sein. Und später, wie gesagt, verrate ich auch, wer die SJCAM und das Gimbal-System gewonnen hat. Als kleine Info vorab, ich filme zum allerersten Mal hier mit meiner Lumix GH5 im Autofokus. Die Leute, die sich ein bisschen mit Kameras beschäftigen, wissen ja, Lumix und Autofokus, es gab aber wohl vor mehreren Monaten schon ein Update. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was wohl den Autofokus verbessert hat. Und das probieren wir jetzt aus und das wäre natürlich mega cool. Zum Thema Kamera und Co. kommen wir aber auch gleich nochmal. Zu dem Auftrag. Ich habe hier erzählt, es ist ein Drohnenjob, ein geheimer Drohnenjob. Ich darf eigentlich keine Details darüber erzählen, werde ich auch nicht. Warum spreche ich das Thema überhaupt an? Ihr wisst ja, ich gehe neben YouTube ja auch arbeiten und durch diesen Drohnenauftrag, den ich jetzt bekommen habe, wird YouTube in den nächsten 1 bis 2 Wochen nur ein wenig kürzer treten, aber absolut keine Sorge, dass ich irgendwie keinen Bock auf YouTube habe oder sonstiges. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr motiviert in das neue Jahr gestartet, habe auch schon sehr interessante Projekte am Laufen, teilweise auch als Tester für neue Produkte, die erst noch auf den Markt kommen werden, wo ich dann als einer der ersten ja für euch am Start sein kann. Aber da komme ich gleich nochmal ganz kurz dazu. Also wisst ihr jetzt, warum ich euch überhaupt über dieses geheime Projekt erzähle. Was ich, denke ich mal, dazu erzählen kann, sehr oberflächlich. Es geht um sehr große deutsche Unternehmen, die dahinter stecken. Bei dem Job jetzt genau sogar die Regierung ein bisschen am Mitmischen. Meine komplette Identität wurde geprüft. In welchen Ländern habe ich gelebt? Wo bin ich hingereist in den letzten Jahren? Wo möchte ich noch hinreisen und so weiter? Also schon eine sehr, sehr krasse Sache. Deswegen finde ich es auch cool, dass ich dabei sein kann. Also ich bin nicht nur der, ich bin auf YouTube ein paar Drohnen für euch auspacken und fliegen. Nein, ich möchte euch jetzt halt mal zeigen, dass ich auch in meinem Privatleben das Thema Drohne fest verankert habe, gerade durch solche wichtigen Jobs. Was ich sagen kann, es wird etwas entwickelt, was das Thema Drohne in der Zukunft verändern wird, in Bezug auch auf das Thema autonomes Fliegen und so weiter. Und da wird jetzt geprüft und getestet und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Bin dann in meiner Freizeit für diesen Job unterwegs und am Fliegen, wird natürlich auch bezahlt, ist ja klar. So viel zu diesem Thema. Also falls wirklich 1, 2 Videos weniger kommen als sonst, ich bemühe mich natürlich trotzdem Videos wie dieses zum Beispiel für euch aufzunehmen und rauszuhauen, aber wenn dieser Auftrag abgeschlossen ist, bin ich wieder voll und ganz für euch am Start. Es kommt dann nur noch dazu, dass ich nach diesem Job quasi mich direkt um meine Steuererklärung kümmern muss. Hab mir jetzt auch professionelle Hilfe gesucht, denn es wird immer mehr Papierkram und mit Videos produzieren und arbeiten gehen, wird es irgendwann einfach zu viel. Also da versuche ich eine sehr gute Balance zu finden. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar geht es hier direkt um den YouTube-Kanal. Ziel ist es, diesen Kanal wirklich auf 4K und 60 Bilder umzustellen, um euch die bestmögliche Qualität zu liefern. Das heißt, ohne dass ich jetzt zu irgendwelchen Spenden und Co. aufgerufen habe, habe ich ein weiteres Kamera-Equipment investiert, nur damit ihr Bescheid wisst. Also es wird dann noch eine weitere Kamera in 4K und 60 Bilder in die Sekunde dazukommen. Kann ich gerne ein Video drüber machen, wenn ihr das möchtet. Dann zeige ich mal, mit was ich das Ganze aufnehme. Ich bin selbst gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich habe halt jetzt doppelt so große Dateien, die doppelt so lange hochladen müssen. 4K und 60 FPS Aufnahmen brauchen immer ewig, um von YouTube verarbeitet zu werden. Aber ich möchte diesen Mehraufwand einfach machen, weil ich diese Auflösung selbst feiere. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, was haltet ihr davon, dass ich mein System hier umstelle und euch mehr Auflösung bieten möchte? Ich weiß, es gibt auch Leute, die werden sagen, ja, Full HD reicht mir vollkommen aus. Aber einfach mal als
als Feedback von euch an mich. Ich möchte ja auch wissen, wie nehmt ihr das Ganze an, was ich hier so produziere. Okay, der nächste Punkt. Ich habe ja eben schon so ein bisschen angespielt, dass ich etwas für euch am testen kann. Ebenfalls sehr geheim. Es ist ein Hersteller, der sehr präsent ist auf meinem Kanal. Er wird in den nächsten Wochen ein sehr interessantes Produkt rausbringen, was es so von diesem Hersteller noch nicht gab. Bin es am Testen. Ich darf nicht verraten, was es geht. Ihr werdet es noch früh genug hier auf meinem Kanal erfahren. Sobald ich darf, go, 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 gib ihm. Ihr werdet alles dazu bekommen. Aber was hier sehr interessant ist, auch so als kleiner Einblick hinter die Kulissen, ich teste dieses Produkt jetzt in der finalen Phase mit und darf am Ende mein Feedback dazu geben. Das heißt, wenn ich Verbesserungswünsche habe und Co., darf ich sagen, hey Leute, das müsste noch optimiert werden. Und das wiederum feiere ich ohne Ende. Ich bin ja ein totaler Technikfreak, wie ihr wisst. Und hier muss ich wieder ein riesengroßes Dankeschön an euch, meine Community, aussprechen, denn ohne euch wäre das Ganze nie zustande gekommen. Es ist halt so, man muss realistisch bleiben. Und ich bin einfach mega glücklich, so eine coole Community wie euch zu haben. Ich könnte euch eigentlich in jedem Video loben, aber das soll jetzt nicht zu schmierig werden. Also richtig nice. Vielen Dank. Ich find's geil. Und das Coole ist, ihr kriegt ja auch was zurück. Das heißt, wenn ich dieses Produkt jetzt getestet habe, vorab schon eine eigene Meinung gebildet habe, und ihr wisst ja, ich sage auch, wenn etwas schlecht ist, dann werdet ihr als ja, einer der ersten Zuschauer etwas über dieses Produkt erfahren. Also es lohnt sich auch hier dabei zu sein. Gut, so viel dazu. Ich rede einfach viel zu lang, aber irgendwie finde ich es wichtig, mit euch Kontakt aufzubauen. Am 24. Dezember, genauer an Heiligabend, startete die Verlosung und am 24. Januar habe ich sie beendet. Natürlich, ihr müsst verstehen, ich kann nicht allen 56.000 Abonnenten etwas schenken. Es ist einfach nicht möglich. Ich würde es natürlich jedem gönnen. Die Autogrammkartenaktion auf Instagram, die habe ich jetzt nochmal um eine Woche verlängert, weil mir so ein wenig die Zeit gerade fehlt. Also, wenn ihr noch teilnehmen wollt, dann macht es. Reveal-Rabbit ist mein Instagram-Nickname. So würde ich das Ganze sagen. Also schaut vorbei, lasst gerne ein Abo da. Die Person, die dieses Paket auf meine eigenen Kosten nach Hause zugeschickt bekommt, ist Schrödi. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Kriterien erfüllt. Ich bin auch mega happy, dass du es geworden bist, denn ich habe in den letzten Monaten mitverfolgt deine ganzen Kommentare, die du geschrieben hast. Also ein sehr, sehr aktives Mitglied der Community. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, Freunde, bitte nicht enttäuscht sein. Seid einfach gute Verlierer, auch wenn das Wort Verlierer sich irgendwie negativ anhört. Aber ihr wisst, was ich meine. Es kann nun mal nicht jeder gewinnen, aber ich verspreche euch, es war nicht die letzte Verlosung hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich werde mir in Zukunft nochmal was sehr Cooles einfallen lassen. Und vielleicht seid ihr dann die glückliche Person, die etwas von mir zugeschickt bekommt. Jetzt habe ich euch aber ganz schön vollgelabert, sorry dafür, aber irgendwie denke ich, ist es ganz wichtig, euch zu erzählen, was hier gerade so abgeht, damit ihr einfach ja, auf dem neuesten Stand seid. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da und verpasst keine weiteren Videos, Verlosungen und alles, was uns da noch in Zukunft erwarten wird. Bis dann, ciao.